Literaturradio Hörbahn. Abseits vom Mainstream. Drinnen 18. Du Katz. Ich könnte nun beschreiben, was Sie da sehen, aber vielleicht sehen Sie ja ein, dass das gar nicht notwendig ist, dass ich das tue. Ich stehe da fast jeden Morgen davor, wenn ich mir direkt, bevor ich mich an den Schreibtisch setze, einen Cappuccino hole. Ich bin also kundig in Vitrine. Ich sehe sofort, wenn es etwas Neues gibt, wenn die Törtchen anders ausschauen, das Sortiment sich verändert. Heute gab es plötzlich Blaubeertart und solche luziden Himbeerherzen zum Muttertag, die schauen aus, als könnten sie fliegen. Und klar gibt es zurzeit viel mit Rhabarber und Erdbeeren. Törtchen vor allem. Es ist ja schließlich Mai. Und natürlich sieht die Vitrine im Winter anders aus als im Sommer und im Frühling anders als im Herbst. Zum Glück aber sieht man der Vitrine nie Weihnachten und Ostern an und auch nicht Nikolaus. Ich finde das absolut beruhigend. Die Vitrine ist nur die eine Sache und dass alles, was es in diesem Café gibt, schön aussieht und ausgezeichnet schmeckt, weil alles aus der hauseigenen Patisserie kommt, die anscheinend hervorragend Französisch kann. Was man nicht sieht auf dem Foto, wie klein der Laden ist. Es passen da gerade mal so 12 bis 15 Leute hinein. Mehr Sitzplätze gibt es nicht. Und wenn dann noch Leute da stehen, um sich etwas zu mitnehmen zu holen, dann wird es schon ganz schön eng. Manchmal liegt auch noch ein Husky auf dem Boden oder eine Dackelin steht in der Tür und wartet auf das Frauchen. Und was man auch nicht sieht, ist die andere Sache, die den Laden wirklich auszeichnet im lässigsten, besten Sinne. Es arbeiten im Dukatz fast nur sehr nette Menschen. Und die, die nicht so nett sind, sind aus welchen Gründen auch immer schnell wieder weg. Ich vermute, weil nett und nicht so nett nicht kompatibel ist. Es arbeiten da also vor allem Menschen, die irgendwie gut bei sich selbst sind, aber nicht eitel und deshalb auch immer so eine Ausstrahlung haben, die einem signalisiert, dass alles in Ordnung ist, wenn man kommt. Dass es auch nicht wichtig ist, ob man nur einen Cappuccino trinkt oder doch besser wäre, man esse einen halben Kuchen. Weil irgendjemand kommt schon und isst einen halben Kuchen oder nimmt ihn wenigstens mit. Bis zum Abend ist eh immer alles verkauft oder wenigstens fast. Vermutlich ist bei Sprüngli in Zürich am Paradeplatz die frische Ware bis zum Abend auch verkauft. Nur im Unterschied zum Sprüngli in Zürich am Paradeplatz, ich schätze den Laden durchaus, wo man sich schon in der Korthose merkwürdig vorkommt, kann man bei Dukatz tatsächlich quasi noch im Schlafanzug aufschlagen und niemand schaut komisch oder so, als ob man damit den Croissants Schmerzen zufügt. Wenn Sie mehr von Sandra Hoffmann lesen möchten, ihr aktueller Roman »Jetzt bist du da« ist im Herbst 2023 bei Piper erschienen. Hat dir die Sendung gefallen? Literatur pur, ja, das sind wir. Natürlich auch als Podcast. Hier kannst du unsere Podcasts hören. Anchor, Spotify, Apple Podcast, iTunes, Google Podcasts, radio.de und viele andere mehr.